Willkommen zu einem Short-Review-Review-Spezial um meine Transformers Yvonne Sammlung, die Sammlung meiner Kindheit. Teil 1, hier verlinkt, ein Riesenberg an Kartons, wo ich meine losen Figuren, mit denen ich gespielt habe in meiner Kindheit, verstaut habe. Und ich habe sie zusammen alle mit euch mal ausgepackt, oder ich habe sehr viele ausgepackt. Das hier ist noch eine Kiste, die ich nicht ausgepackt habe, und die wollen wir heute uns anschauen. Ich mache sie kurz auf, diese Metallbox. Sie ist voll mit Micromastern, und aufgrund dessen werde ich gleich in eine andere Ansicht schalten, damit wir die besser betrachten können, weil ich, wie gesagt, so reinhalten, das sieht nicht so schön aus, und ich werde sie dann hier auch auf dem Tisch präsentieren. Und ja, das ist das Ziel dieses heutigen Videos. Wie ihr seht, eine volle Kiste, die werde ich mal hier rüber schieben, oder ne, besser als hier, und dann greife ich immer einen raus, zeige ihn in die Kamera, und ja, ich kann noch nicht viel zu den Figuren sagen, die Namen habe ich jetzt alle gar nicht drauf, also ich meine, die Micromaster waren zum größten Teil immer in Vierersets gekommen, so als Gruppe, wie Rescue Force, da kann ich mal kurz gucken, ich finde auf jeden Fall hier den Krankenwagen. Auch hier habe ich ein Autobot-Logo drauf gemacht. Diese Autobot-Logos, ich habe schon mal erzählt, stammen von den Sticker-Sheets, den Sticker-Bögen, die bei den Boxen oder bei den Figuren beilagen. Da war oben immer ein Logo, Transformers, und dann eben halt, ob Autobot oder Decepticon, je nachdem, war ein Logo entsprechend dabei. Das habe ich ausgeschnitten und als Logo verwendet für meine kleinen Figuren. Auch eine tolle Idee ebenfalls. Und ja, da haben wir ihn erstmal, einen von den kleinen, ganz hinten rechts in der Ecke. Gruppierungen kann ich jetzt nicht mehr zuordnen. Es gab Rennwagen, es gab Pickup Trucks und was nicht alles. Und es gab Doppel Combiner, eine Battle Force. Hier sehe ich gerade ein Panzer und ein Jeep. Das war einer der wirklich coolen, denn hier konnte man diese Kanone abmachen und dem konnte man sie hier in die Hand stecken. Dann so. Ne, so ungefähr. Ich habe verwandeln jetzt nicht ganz. Das war eine geniale Idee. Es war die einzige Transformers-Figur oder Micromaster-Figur, die mir einfällt, die eine Waffe sozusagen in der Hand halten konnte. Er hat noch zwei Partner. Die habe ich aber, glaube ich, auf dem Regal stehen. Die sind jetzt hier nicht in der Box drin. So, hier haben wir einen Rennwagen. Pickup Truck, habe ich ein großes Decepticon-Logo drauf gemacht. Einen coolen Düsenjäger. So ein Dragster. Auch ein Truck, hier auch schön mit Logo. Irgendwoher. In irgendeiner Figur habe ich dann solche diese Logos mitgenommen. Hier haben wir einen Helikopter, da fehlt noch der Rotor, der müsste hier eigentlich noch drin sein, deswegen lasse ich ihn mal hier vorne stehen, damit ich ihn komplettieren kann. Hier ein Baufahrzeug, eine Raupe. Ein Lamborghini. So ein Pickup-Abschlepper. Und hier könnt ihr sehen, was auch sehr schade ist bei vielen Figuren, eine Schraube mitten auf der Brust. Das ist leider nie so genormt. Ich glaube, mal sehen, habe ich hier noch ein anderes Beispiel. Ja, hier. Ich habe schon mal mit jemandem gesprochen, dass man da vielleicht was mit einem 3D-Drucker machen kann und so ein, im Endeffekt ein Nüpsel, um ein Logo drauf zu packen. So, also wie gesagt, die beiden. Stellen wir auch mal hier hin. Was habe ich dann noch? Auch noch ein modernen oder ein Zukunftsrennwagen mit Logo. Ich habe entsprechend natürlich auch immer aufgebaut das Ganze. Und wie gesagt, ich wiederhole mich einfach nochmal mit den Schrauben, kleine Nüpse mit dem 3D-Druck ausdrucken, mit Logo, wäre eine geile Idee. Das Problem ist, es ist nicht genormt. Ich müsste für jede Figur individuell, und ich weiß nicht, ob das so dann funktioniert. Weil das ist wirklich viel, auch selbst bei diesem Jet. Aber der sieht ganz cool aus. Diese Art ist auch mehrfach sozusagen
teilweise kopiert worden. Bei größeren Fahrzeugen mit Stationen gab es mehrfach auch den gleichen. So, hier habe ich auch noch mal einen. Ist das derselbe? Ja, den habe ich sogar doppelt. Gucken wir mal, dass ich die doppelten, wenn es mir auffällt, gleich zur Seite lege. So, hier haben wir eine Kranzstation. Das ist ein Doppel-Micromaster. Zwei Stück, die sich in einen verwandeln. Das war auch so ein netter Gag, so eine Gruppierung mit drei Stück. Hier haben wir auch eine. Ein Autobot mit einer Rakete. Die wurde dann hier hingestellt. Das ist im Endeffekt fast dasselbe. Können wir mal so eine Raketenabschussbasis machen. So, und passend dazu auch zwei Stück, eine Space Shuttle. So, hier habe ich, den habe ich auch doppelt, einen, ja, wie man es so will, na, hier kann man jetzt als Roboter verwandeln, weil der ist auch schon halb verwandelt, einen Roboter aus einem Pretender, der sich in ein Rhinoceros verwandelt, auch nicht schlecht. Und hier haben wir auch einen weiteren Pretender, auch einer meiner Lieblinge gewesen. Hat so einen Aufsatz fürs Auto und dann hat er eine Kanone. Cool. Na, machen wir die Pretender mal hier oben hinstellen. So, weiterer Doppelläufiger sozusagen. Zwei Micromaster. Auch hier ein schöner Truck. Den gibt es auch nochmal in einer anderen Form. Der ist bei zweimal dabei gewesen. Einmal in einem Set und einmal mit einer Figur. Teilweise habe ich diese großen Figuren-Sets gar nicht, die ganz großen gar nicht behalten. Es gab so einen Truck dabei, der gefiel mir gar nicht. Den habe ich auch wieder verkauft. Ich wollte nur die Micromaster haben, weil manche Stationen von denen waren schwachsinnig. Es war, wie gesagt, einmal so ein großer Truck, wo man Figuren hätte reinstellen können. Das sah total lächerlich aus. Und deswegen habe ich das so behalten. So, hier habe ich Flügel von einem anderen Teil eines Roboters, eines Pretenders. Da könnte sein, dass der noch irgendwo ist. Hier habe ich Rotoren gefunden. Die kommen natürlich auf den Hubschrauber. So, jetzt haben wir den Micromaster Hubschrauber fertig. Mal hier hinstellen. So, weiter geht's. Auch ein Doppel Micromaster Stealth Jet. Auch sehr schick. Ein Jeep. Eine Raketenbatterie gehört zu der Truppe, der Panzer selbst, es gibt noch einen Panzer, den habe ich jetzt hier nicht stehen, den habe ich definitiv auf dem Regal. Eine Concorde. Hier so ein Micromaster im Style von Powerglide. Kriegt man alle auf. Hier ist der Flügel leicht lose, das auch so ein Jet. Auch so ein Doppel-Micromaster. Hier auch ein cooler Jet-Micromaster. Auch so ein B2-Bomber, wie auch immer man das nennen möchte, von den Micromastern. So, was haben wir noch? Einen Skorpion. Das ist auch ein Roboter eines Pretenders. Ich weiß gar nicht, ob der Brustbereich jetzt angelaufen ist oder nicht. Er sieht ein bisschen andersfarbig aus. Es ist halt, wenn eben halt ein Zeichen der Zeit. Und das ist ja auch so eine Art Gummi hier. Das klebt jetzt noch nicht. Das sieht auch noch sehr gut aus. Stelle ich jetzt auch mal dahin. So, ein weiteres Auto. Ein Betonmischer oder ein Mischfahrzeug. Hier habe ich jetzt zwei identische Powermaster. Ich weiß gar nicht jetzt, wozu die gehören. Das muss ich, wie gesagt, recherchieren. Und wie ich zwei habe, auch vom gleichen, das weiß ich gar nicht. So, hier haben wir noch einen. Das ist ein wichtiger. Das ist der von Powermaster Optimus Prime. HiQ hieß er. Habe ich natürlich auch ein schönes Autobot-Logo drauf gemacht. Ist sehr gut. So, der muss auch dastehen. So, jetzt kommt noch mal etwas, was auch sehr geil war. Das waren so Stationen. Da gehörten dann ein Truck dazu, den habe ich noch nicht jetzt hier gesehen. Den werde ich. Und dann konnte man die dazustellen.
Die nächste Station. Und hier seht ihr das. Ach, das ist richtig schön. Eine Truckstation. Ne? Komm, mach mal die Kamera richtig. Ja, da vorne der Transformer sieht auch richtig gut gemacht. Und dann die Truckstation. Und das ist so eine Kanone. Das wurde sozusagen dann hier hochgeklappt, umgeklappt. Und dann habe ich eine Kanone. Und das konnte man auseinandernehmen als Kampfstation. Das war ein tolles Konzept. Ich mag das Michael Master Konzept. Also, man hätte auch die ganze Transformers-Linie so mit kleinen Figuren mehr machen können und viel mehr ausbauen. Aber es war auch nur eine kurze Zeit und dann war es auch vorbei. Auch ein schickes Boot. Habe ich, glaube ich, auch nochmal irgendwo doppelt. Und hier habe ich sogar eine Waffe, wo auch immer die zugehört. Das muss ich noch rausfinden. Ein Target Master, oder ein Doppel-Target Master. Aber es gibt immer noch so ein paar, ich sag, gib ganz ehrlich zu, wenn ich auch diese Kiste, ich weiß jetzt ungefähr, was drin ist, ich vermisse immer noch ein paar Sachen und wer weiß, wo die sind. So, hier habe ich einen Panzer. Ich weiß gar nicht, ob der vollständig ist. Das ist auch von einem Pretender, aber ich glaube, den Pretender selbst habe ich nicht, aber den Roboter erstaunlicherweise. Ja, das gibt's auch. So, habe ich auch doppelt. Ja, hier ist er nochmal. Gucken, keiner, der hat kein Autobot-Logo, der ist auch ein bisschen anders. So, dann nehmen wir den da hin. Auch hier ein schöner Bagger. Auch mal da hinten hin. So, hier haben wir nochmal einen Jet, klein mit Decepticon-Logo. Habe ich auf beiden Seiten mir gegönnt. Echt cool. So, den Jet packen wir auch mal hier vorne hin. Ein tolles Teil. Das war auch so eine Station von dem Michael Master, ein Flugzeugträger, der sich dann in ein Flugzeug verwandeln konnte. Dazu gehörte dieser coole Jet. Der wurde dann auch da drauf geklemmt. Ach, sieht doch geil aus. Ich hoffe, dass er vollständig ist. Ja, nee, hier fehlen noch die Kanonen, die habe ich woanders. Wie ich ja auch in dem anderen Video gezeigt habe, ich habe einige Sachen extra gelegt. Und ach, hier ist auch Staub drin. Man findet sich. Hier habe ich auch nochmal Waffen von Laserbeak. Interessanterweise. Die habe ich auch mehrfach, weil ich die Figur mehrfach hatte. Einige sind auch kaputt. Hier ein Police Car, ein Polizeiauto mit Autobahn-Logo. Noch ein Platz da hinten. Und ich sehe, hier sind nochmal Waffen. So verschiedene. Das von einem Pretender. Das ist ein Zusatzteil von einem Banzikan. Das müsste auch von Pretendern sein, Waffen. Das heißt, die Pretender habe ich wahrscheinlich etwas später bekommen, manche, oder davon. Hier der passende Wagen zu dieser Station. So, hier habe ich sogar einen richtigen Transformer nochmal drin, Broadside. Richtig schwer, viel Metall. Ich habe ihn nicht vollständig, den habe ich auch mal gebraucht gekauft. Die Flügel kleben leicht. Das Plastik, das ist ärgerlich. Ist halt leider so, ich muss ihn putzen, vielleicht ist es auch nur angelaufen, dass man das macht, aber das scheint das Ganze zu sein. Mal aufklappen, so. Und hier ist das Original Autobot Logo, das Cockpit konnte eingeklappt werden, da war ein Flugzeugträger und na, kann man das auseinandernehmen vorne. Ja, die Spitze war runter, da unter ist der Kopf und so habe ich den jetzt als Flugzeug. Auch eine sehr schöne Figur. Gehörte Waffen, noch eine Axt dazu, die habe ich aber nie gehabt. So, hier habe ich nochmal eine Concorde. Noch ein Jet und wie ihr seht, sie haben sie auch wiederholt, manche, also wiederholt rausgebracht. Ja, so, hier nochmal ein Auto. Da hinten hin, weil das sind so die, die mir auffällig sind, jetzt doppelt. Hier auch ein Ultra Pretender, die waren natürlich dann immer kleiner, die ganzen mit seiner Kanone. So, und ich nehme mal den Korb jetzt auf meine Knie. Optimus Primes Waffe. Auch noch eine kleine Waffe, die irgendwo hingehört. Hier habe ich noch einen Michael Master Hubschrauber, weil fehlt da noch der Propeller. Ein Van. Habe ich den nicht schon mal irgendwo gehabt?
Nee, den habe ich noch nicht gehabt. Stellen wir auch mal hin. Auch so ein Doppeltruck. Und der zum Beispiel gehörte zu einem großen Set mit einem großen Truck. Und das sah affig aus. Der Kleine zog den großen Truck. Also das war das gleiche Modell, nochmal groß. Den habe ich wieder verkauft, weil er mir damals nicht gefallen hat. Ich habe ihn auch nur vom Flohmarkt oder auch von einer Convult-Auktion. Und dann habe ich ihn klein behalten, weil ich fand die Micromaster einfach geiler. Und manche Stationen waren sehr affig. Das muss man dazu sagen. So, hier haben wir nochmal einen Pickup-Truck. Hier so ein Oldtimer. Racer. Auch einer meiner Favorites, eine Feuerwehr. Wollte mal zeigen. Ist auch neu aufgelegt worden inzwischen. Einige Micromaster haben eine neue Version bekommen. Sehen auch dann toll aus. So. Der Decepticon-Hubschrauber. Sieht auch cool aus. Na, können wir ihn nochmal sehen. Ich muss sehen, dass ich den Platz alles finde. Hier auch ein Truck. Der ein bisschen wie Optimus Prime aufgebaut war. Man hätte es machen können. Ein Mini Prime und man hätte mit den Transformern eigentlich auch einen Neustart anfangen können in Mini-Format. Ich glaube, das wäre auch ganz gut angekommen. Jetzt, ohne dass man die Cartoons direkt darauf abgestimmt hätte. Das hätte als Toyline bestimmt funktioniert. So, hier ein Mondfahrzeug gehört zur Micromaster Base. So. Hier haben wir eine weitere Kanone, eine Kampfkanone. Auch sehr schön. Es geht zu den Autobots. Da gab es einige. Also ich habe einige Micromaster auf meinem Regal stehen. Deswegen sind das nicht alle hier, die ich besitze. Hier habe ich nochmal einen Hubschrauber. Den habe ich doppelt. Also der gleiche wie hier. Nur kein Propeller jetzt sofort. Nee, Propeller ist da. Haben wir auch drauf gesteckt. Dann können wir gucken, na komm, was wir da doppelt haben. Hier auch nochmal ein Pickup, habe ich hier natürlich so ein großes Transformers-Logo raufgeklebt von irgendeinem anderen. Gehörte da nicht drauf, aber für mich war es halt einfach, dass ich die ausstatten musste mit Logos, damit es besser aussieht. Hier habe ich jetzt nochmal eine Waffe gefunden, die auch irgendwo hingehört. Ja, und hier auch nochmal ein Pickup-Truck, mit, da habe ich mit Autobot-Logo. Oder nee, da könnte sogar drauf gehört haben, denn das... gab auch Fahrzeuge, die gehörten zu diesen kleinen Kampfstationen. Und der gehörte eben halt dazu. Das war natürlich dann aber auch eine Wiederauflage. Wir haben da eben halt die in anderer Farbe dann rausgebracht. Das war für die eben halt vereinfacht. Neuer Name, neue Farbe, schon haben wir was. So. Und ich sehe, ich habe zwei Mondfahrzeuge auch. Nicht schlecht. Einen Drag Racer, auch einen. Sehr schnell. Ein Doppel Micromaster. Der gehört zu diesem Raketenset. Das waren so drei. So die Astroforce. Genau, Astroforce hießen sie. In Japan, glaube ich, sind nur die in einem Set gewesen. Das musste irgendwie extra warum. Weiß ich aber auch nicht so genau. So, noch eine Waffe. Die müsste aber auch also einem Pretender gehören. Ein Rennwagen. Und hier habe ich eine dritte Version von dem Mondfahrzeug. Und die ist völlig ohne Aufkleber, wie ich gerade sehe. Hier seht ihr ein Autobot-Logo und auch die Reifen sind beklebt. Der ist komplett ohne. Ja, ich habe dreimal. Weiß ich auch nicht woher. Das ist zu lange her, wie gesagt. Viele, viele Jahre. Hier auch nochmal ein schöner Stealth. Also ich merke, mir fehlt irgendwo nochmal was. Irgendwo muss ich noch eine Kiste haben, die ich jetzt nicht finde, die ich nicht zuordnen kann. Weil ich habe da auch noch Teile von einem Pretender Starscream. Den Pretender Starscream Körper habe ich nicht mal hier drin. Deswegen... muss irgendwo noch was sein, was ich jetzt übersehen habe. Den werde ich bestimmt noch finden. Und dann werde ich das auch nachreichen. Hier so ein Baufahrzeug, gab es das nicht auch mal? Nee. So, hier haben wir auch nochmal das Flugzeug. Dasselbe gab es bei den Autobots, das in Weiß. Hier haben wir es. So, und es gab es auch mal bei den Decepticons. Das war, glaube ich, auch bei einer Micromaster Base dabei. So, hier haben wir nochmal einen so ein Stealth.
Man muss sich, wie gesagt, gucken. Ich sehe, ich habe welche doppelt. Einige waren ja doppelt bei den, oder waren in gleicher Form bei einer Station dabei. Ich sehe, das hier ist ein, nur der Roboterkörper von einem der Pretenders, dem Bloodgedon. Ja, so ein Pickup-Truck, den habe ich dahin auch nochmal. Also ich sehe, ich habe einige mehrfach und kann sicherlich dann auch sehen, was ich damit mache. Entweder tausche ich da andere für oder ich stelle sie mir verwandelt und unverwandelt ins Regal, wenn ich ein Regal frei habe dafür. Auch ein schöner Panzer. Hat mich immer ein bisschen Mask geändert. So irgendwie die eine Figur. Ich glaube, das war auch einer der Venom-Fahrzeuge. Irgendwie mit der Kanone hinten drauf. Irgendwie war das so eine Erinnerung. So, hier haben wir auch noch mal einen Pickup. Den habe ich sogar auch doppelt. Auch ein cooles Fahrzeug. Habe ich den nicht auch doppelt? Oder er soll nur... Ja, das ist wie er hier oben. Und hier sieht man, da habe ich auch noch mal den Buggy. Der ist jetzt in Grau. Das ist also... gerne wieder verwertet worden. Ist auch nicht schlimm. Kann man machen. Hier nochmal so ein Oldtimer Dragster. Auch nochmal einen Rennwagen. Hier habe ich noch ein Tankteil. Ich weiß gerade gar nicht, wo der hin, zugehört. Da müsste noch ein Fahrzeug sein. Beziehungsweise hier ist der Nipse abgebrochen. Das heißt, ich habe den irgendwo mal separat bekommen. Und wenn ich jetzt hier das Teil nicht sehe, doppelt, das heißt, entweder fehlt mir das oder fehlen noch welche. Ich weiß nicht wo. Sind noch verschwunden, muss ich noch suchen. Aber auf jeden Fall, das ist so einer, da gehört noch ein Tanklastteil dazu, der fehlt. Hier ist so eine Panzereinheit, da kommt auch ein anderes Fahrzeug ran. Und zwar dieses hier, das habe ich auch, und die Box ist jetzt auch leer. Es ist der letzte Micromaster Transformer. Und das Einzige, was ich hier noch gefunden habe, ist eine Anleitung da drin von einem G2 Transformers von Skyjack. Den habe ich ja auch gehabt. Hier seht ihr, wie sich das verwandelt. Auch nicht schlecht. So. Das sind meine Micromaster Transformer. Die Box ist leer und verstaubt. So, das ist meine Micromaster Sammlung. Wie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie ganz vollständig ist, weil ich habe halt hier diesen Tank gefunden. Da fehlt mir jetzt der Truck entsprechend dazu und auch der Nipse ist abgebrochen. Das heißt, das ist nochmal so einer, der als Ersatz dient, beziehungsweise wo ich gucken muss, dass ich den vollständig habe. Ansonsten bin ich sehr vollständig. Ein Nachtrag noch. Ich habe ja eine Figur vermisst. Also ich vermisse noch immer eine Figur, aber wer weiß, wo ich die jetzt habe so schnell. Und zwar den Pretender Starscream. Den kann ich euch jetzt hier zeigen. Seht ihr, den habe ich wiedergefunden. Der war ein Pretender. Obwohl ich ihn geschüttelt habe, habe ich nicht gehört. Aber ich habe ja gedacht, guck nochmal nach. Und ich habe ihn inzwischen jetzt zusammengebaut, weil ich habe die Waffenkiste hier auseinandergenommen. Somit habe ich den auch vollständig. So, stellen wir auch mal dazu. Das war die Micromaster Auseinandernahme meiner Kiste. Es sind eine ganze Menge. Also es sind auch viele schöne dabei. Und ich muss sie jetzt nochmal irgendwann zuordnen. Das werde ich natürlich machen. Und dann stelle ich euch mal die Micromaster auch als Set vor, wie sie gehören und entsprechend mit den Stationen, hier zum Beispiel auch nun jetzt dieses hier, diesen Truck und das Ganze, das kommt von Zeit zu Zeit. Ich lasse mich da jetzt auch nicht hetzen, weil es gibt genug zu erzählen über Transformers, sodass ich viel, ich habe viel zu erzählen und zu zeigen. Und das ist jetzt natürlich ein grober Überblick, aber es gibt natürlich Details und das ist ein Teil meiner losen Sammlung, meiner Spielsammlung, auch wenn hier ein paar Teile dazu sind, die ich nachträglich mal gekauft habe, weil ich die Micromaster ganz gerne mal komplett haben wollte, die deutschen. Ja, das soll es jetzt gewesen sein für diese Episode. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Ausharren, wie ich so lange das ausgepackt habe. Ich
freue mich, wie gesagt, dass ihr zugeschaut habt. Hinterlasst ein Abo, ein Like, ein Kommentar, sagt, welche Marke Master Bier gehabt, welcher ist euer Liebling vielleicht. Welchen soll ich als erstes präsentieren und zeigen und vielleicht noch mal was dazu erzählen? Schreibt es gerne rein in die Kommentare. Ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.